Hallo und herzlich willkommen zu meinem nächsten Adventskalender-Video. Und wie ihr schon sehen könnt, bin ich im Team of the Week in FIFA 18 Ultimate Team. Das heißt, heute gibt es wieder ein Pack-Opening für FIFA 18, passend zum Footmess-Start. Und ja, ich habe nur 6 Packs. Ich hoffe, EA beschenkt mich, weil bald Weihnachten ist, mit guten Packs. Und ich wollte euch nur mal kurz zeigen, warum ich dieses Pack-Opening mache, weil einfach kranke Spieler drin sind, die mich interessieren. Auf der Bank zum Beispiel Altidor, Hero, weil er in den Major League Finale das Tor getreten hat, also das entscheidende Tor, hat das 1-0 geschossen, sie haben 2-0 gewonnen. Dann Petersen mit einem Hattrick, okay, es waren 2 Elfmeter dabei, aber durch seine 2 bzw. 3 Tore hat der Köln das Spiel noch 4-3 verloren, wo sie 3-0 geführt hatten gegen Freiburg. Dann eventuell könnte Belhanda interessant sein, weil den nicht in Form spiele ich. Dann Handanovic würde ich gerne holen, weil das einfach ein kranker Keeper ist. Dann ist noch Saul drin, den kennt ihr ja auch aus meinen Teams, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Dann schaut da nochmal vorbei. Und natürlich Son, der geilste Spieler für viele in FIFA 18. Und ja, das ist dann schon mal das, was mich interessiert. Gibt bestimmt noch andere Spieler, die interessant wären, aber die muss ich jetzt nicht unbedingt ziehen. Ich glaube, das ist Otamendi noch. Der könnte auch noch interessant sein für manche. Ja, Mahrez natürlich. Und der Rest ist jetzt nicht so interessant für mich. Und deswegen gehen wir mal schnell in die Packs rein. Ja, sind alles die Packs von den Top-Partien noch. Und womit fangen wir an? Und wie gesagt, oder ich sage es jetzt nochmal, wenn es euch wieder gefällt, Like da lassen, kommentieren. Ich finde es natürlich sehr schön, dass ihr meine Videos weiterhin mögt und unterstützt. Und ja, ich denke mal, ich fange hier mit an. Und das sind ja die passenden Footmess-Packs. Gibt ja jetzt auch diese SBCs. Und ja, mal, ich bin echt gespannt, was sie noch für SBCs raushauen. Die ersten 3 waren noch nicht so interessant für mich. Oh, okay. Fängt noch nicht so gut an. Franzose, Frankfurt, Frankreich. Und das ist Haller. Das ist nicht der Beste, aber immerhin mal kein Nicht-Nonware. Und einen Doppelten, den wir verkaufen können. Ja, natürlich war da ein interessanter Spieler da für mich dabei, der Spanier, Innenverteidiger von Chelsea, aber den Namen kann ich leider nicht aussprechen. Der, ja, machen wir hier mal weiter. Oh ne, ich hätte erst das eine Pack öffnen können, das 15k-Pack, egal. Ja, der ist interessant, aber das ist mega teuer und das lohnt sich einfach nicht. Und in Form, jetzt muss nur noch ein Geiler rauskommen. Deutschland, was? Petersen! Ey, Junge, Junge, den ich haben will, zieh ich. Genial. Hinter noch? Was ist dahinter noch? Hövedes, ey, so ein heftiges, krankes Pack hatte ich lange nicht mehr. Danke, EA, ihr habt es mir geschenkt. Die anderen 2 werde ich, ja, auf die Transferliste packen. Vielleicht mache ich ja ein Team um Petersen noch. Und jetzt das 15k-Pack. Das ist einfach genial. Vielleicht habe ich ja noch ein bisschen mehr Glück. Ich habe noch ein paar gute Packs. Das ist krass. Das ist krass. Ah, schade. Das Pack war jetzt ein bisschen wieder schwächer, okay, aber es ist immer meistens so ein gutes Pack, ein schlechtes ist Nastasic. Und ich weiß gar nicht gerade, wo ich drüber geredet habe, genau, dass ich mir den spanischen Innenverteidiger von Chelsea gerne geholt hätte, aber ich finde die Anforderungen einfach zu krank und zu teuer, dass es sich das nicht lohnen würde, den zu holen. Und deswegen mache ich ihn nicht. Außer ihr, ja, das habe ich jetzt aus Versehen in den Verein gespeichert. Außer ihr sagt mir, ich soll mir den holen, weil es sich das lohnt. Aber ich meine, das lohnt sich nicht. Weil, ja, vielleicht gibt es noch ein Team of the Season, wo die Karte besser ist und dann kann man den sich holen. Wo machen wir weiter? Kleines Set ist ja eigentlich egal. 2 machen wir hier weiter. Das andere sieht noch ein bisschen kranker aus. Und ja, wer mein Pack and Play noch nicht gesehen hat, sollte auch nochmal da vorbeischauen. Das ist natürlich wieder schlecht, aber immerhin ein gutes. Oh, Milik habe ich schon. Schade. Milik habe ich, glaube ich, schon doppelt. Müsste ich im Verein haben, ja. Wir haben ja fast alles hier. Das war auch kein gutes Set. Ich weiß gar nicht mehr, welche Top-Partie das war. Aber erstmal alles auf die Transferliste. Ein paar Coins können wir generieren. Jetzt ziehen wir das. Ja, es gibt ja auch Salah als Dings. Aber das ist auch uninteressant für mich, weil ich den nicht spiele. Und was wird aus diesem Pack rauskommen? Was kommt da raus? Das sind 6 seltene drin und nicht mal eine verdammte Wall. Das ist natürlich blöd, aber was willst du machen? Machst du nix. Und auch wieder 2 Doppelte. Aber okay, das ist ein kurzes, knackiges Pack-Opening, weil jetzt schon das letzte Pack kommt.
Aber wir haben immerhin wieder einen Inform gezogen. Und jetzt das letzte Pack. Zwei seltene Goldspieler. Komm schon. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Das letzte Pack. Nö. Ah, immerhin Pedersen gezogen. Das macht mich glücklich. Und da kommt doch ein Amerikaner. Aber kein Altidore. Schade. Aber egal. Inform ist Inform. Und die beiden kann man gut in den Verein speichern. Und ja, wie gesagt, kurzes Video. Wenn es euch gefallen hat, kommentiert doch gerne, lasst ein Like da und hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.